Jetzt ist das Mikro an. So. Entschuldigt, 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 entschuldigt. Dann muss ich gleich nochmal. Jo, guten Abend, Mr. Papaya. Hallo Dracula, hallo Dracula. Obi-Wan, grüß euch. Tja, ihr seht, ich hatte heute ein bisschen Zeit und habe sie darauf verwendet, hier nochmal ein bisschen am Licht rumzuspielen, mit leider wenig Erfolg. Da schauen wir mal, was wir vielleicht da nochmal mit der Kamera ein bisschen machen können. So, ja, ein bisschen an der Helligkeit gedreht. Schon sieht das Ganze doch besser aus. So. Ja. Gut, jetzt ist zwar das Hemd überbelichtet, aber dann sieht man wenigstens nicht, dass es nicht gebügelt ist. Hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Imüchen, grüß dich, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja. Ja, ich hatte heute ein bisschen Zeit, während ich mir. Hi, grüß dich, Hill, Abend. Ich hatte heute ein bisschen Zeit mit OBS ein bisschen rumzuspielen und mir da so ein bisschen. Ja, nochmal so ein paar Gedanken zu machen, ein bisschen rumzuknobeln. Ja. Und ja, das Ergebnis haben einige von euch heute schon gesehen. Ne? Ich schalte nochmal um für die, die gerade dazugekommen sind. Ja, es gibt jetzt sowas hier. Ja, so dass ich euch also nicht hier einfach kalt im Stream aufnehmen muss, sondern ihr könnt euch vorher schon mal quasi wie vor einem Kaminfeuer versammeln. Mr. Papaya, grüß dich. Ja, ihr seid in der Moment, sind wir doch schon fast alle hier zusammen. Sie bekannten Namen. Ja, ja, damit habe ich mich heute so ein bisschen beschäftigt, während ich also. Halleluja, wo haben wir es denn? Zack, 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 zack. Kriegen wir doch, dass ich euch dann auch noch gleich den Link in die Beschreibung packen kann. Genau. So, zack. Da haben wir es, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann können wir das machen und dann kann ich euch den Link zum Video in den Chat packen. Schwupps, da ist er. Ja, das habe ich mir nämlich heute im Laufe des Tages zu Gemüte geführt und ja, Falbala ist wirklich eine Überraschung. So, je genauer ich da hingucke und je mehr ich da hingucke, desto mehr gute Sachen finde ich da. Und das ist wirklich erstaunlich. Also, ne, sowas hat man selten. Und deswegen werde ich da in Zukunft noch öfter hinschauen, was es da auf ihrem Kanal gibt. Und lege ihn natürlich auch euch ausdrücklich ans Herz. Ne? Also auf die gute Falbala. Ja, in dem Video hat sie drei andere Streamer, unter anderem die ja recht bekannten Bieber Bros. Zu einem, ja, früher nannte man es Hangout, als es Google Plus noch gab, no? Als es das Feature bei YouTube noch gab, nannte man das Hangouts. Hat die gute Falbala sich eben drei andere Streamer eingeladen, wobei, ja. Ne, so dann waren sie halt zu viert im Stream. Ne? Die Bieber Bros zähle ich mal als einen Streaming-Kanal. Und ihr seht, ich habe mir hier schon einen kleinen Weg gebaut, heute noch zu unserer Mine, weil wir ja sowieso in diese Richtung weiter erkunden wollen. Ne? Ich möchte heute mal nicht
von Anfang an in die Mine reingehen und hätte mir eigentlich ein Bett mitnehmen sollen. Müssen wir jetzt in die Mine rein, damit ich genug Wolle für ein Bett zusammen habe? Doch, also zumindest kurz müssen wir mal rein. No. Denn ich habe hier also auch schon soweit alles wieder weggeräumt, sodass ich jetzt nichts mehr hier habe. Ah, Zombie-Röcheln. Nein, also sie hat sich gute 4 Stunden, so lange geht das Video nämlich, und jede einzelne Minute ist es wert, gesehen zu werden. Sage ich euch gleich, ja, dass ihr da Bescheid wisst. Sie hat sich da also gute 4 Stunden unterhalten, ja, über das Thema Erfolg auf Twitch. Und ich schau mal, wo ich jetzt wieder, okay, wo ich hier wieder einsteigen kann. In die Mine, bim, 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 darunter. Okay, jawohl, da oben, da setzen wir mal hier eine Fackel, damit ich weiß, dass da nichts mehr ist. Kohle kann ich ein bisschen mitnehmen, wenn wir unterwegs welche finden, was kein Problem sein sollte. Genau, aber hier so ein bisschen in Deckung gehen vor Pfeilen und Eggschotten. No. Ja, sprichst du halt mit Leuten, die Ahnung haben. Das ist ja immer das ganz Wichtige, no, dass man sich mit Menschen unterhält, die wissen, wovon sie reden. No, denn dann kann man da auch was mitnehmen. No. Und sie spricht eben über das Thema Erfolg auf Twitch mit, wie gesagt, Leuten, die Ahnung haben. Sie selber ist ja schon recht lange auf Twitch, soweit ich das mitbekommen habe. Und Eggshot, yes. Und noch einer. Ja, wärst du nicht hochgehüpft, dann wäre der auch nicht ins Knie gegangen. Oh. Der gute alte Arrow to the Knee. Das gute alte Arrow to the Knee Meme, mal so gesagt. Wo machen wir uns jetzt hin? Erstmal hier oben lang. No, das Eisen mitnehmen. Hab ich alles aufgesammelt? Jo, dann klopfen wir uns hier mal hoch. Oh, siehst du, da ist noch was. So, klack, klack, klack. Und zack, zack, dann klopfen wir uns hier hoch. Und dann sind wir auch schon oben. Nein, also wie gesagt, sehr interessanter Stream. Und die 4,5 Stunden dauert da, glaube ich. Die sollte man mitnehmen. Es gibt relativ wenig zu sehen, also ist es vollkommen ausreichend zu hören. Und es ist, wie gesagt, sehr hörenswert, was man da zu hören bekommt. Ah. Da steckst du. Pong! Na, sag mal. Da hinten sehe ich doch den Creeper. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen Licht in die Angelegenheit bringen. Alter Schwede, ist das hier schon wieder duster. Und siehst du ja, ich brauche ja Wolle. Na, ich wollte ja nicht vergessen, wofür ich eigentlich hier bin. Und ja, also wie gesagt, na, Falbala selbst hat mit dem Thema Twitch sehr viel Erfahrung, weil sie schon sehr lange auf Twitch unterwegs ist und auch schon recht lange Partner ist. Grüß dich, Hongs. Hi. Bin morgen nix da, mache ich Überstunden voraus. Dein Glück, Honk. Morgen ist Donnerstag. Morgen gehe ich tanzen. Nicht streamen. Tanzen. Ja. No? Also, keine Gedanken machen. Überstunden reinklopfen. No? Ja, ne, also wie gesagt, die Menschen, die sich da über das Thema
Erfolg auf Twitch unterhalten, wissen eben, wovon sie reden. Und das ist bei solchen Sachen ja immer ein ganz, ganz großer Vorteil. Ne? Menschen, die keine Ahnung haben, wovon sie reden und trotzdem das Maul aufmachen, haben wir ja im Internet genug. Ne? Hullala, was haben wir denn hier noch Schönes? Zack, machen wir erstmal hier das weg. Und klar geht es natürlich um die, es geht weniger um die Frage, wie man auf Twitch erfolgreich wird. Ja. Darüber haben sie ehrlich gesagt kaum ein Wort verloren. Außer halt das, so das klassische, ja, mach was dir Spaß macht. Ja, und zieh's durch. So, da kommen wir noch hier lang. Und sondern das, was viele halt interessiert und motiviert, ne, gerade viele, die jetzt, so wie ich, neu auf Twitch anfangen, ne, egal ob sie nur von YouTube die Schnauze voll haben oder nicht. Na, von YouTube geprägt, sage ich mal, hat man natürlich im Hinterkopf und abgesehen von dem, was man halt auf Twitch sieht, hat man halt im Hinterkopf, ja, ne, mit Streamen seinen Lebensunterhalt verdienen, ne, das wär's doch. Und dazu erfährt man in diesem Video sehr, sehr viel. Was da nämlich noch alles eben mit dranhängt, sprich Gewerbe anmelden und wie das dann eben ist, seinen Lebensunterhalt mit Twitch zu verdienen. Man ist nämlich ja im Prinzip genauso Freelancer wie andere Künstler auch und andere Selbstständige. Ja. Und muss sich halt um seine Buchhaltung kümmern, muss sich um die Steuern kümmern. Ja. Und ja, so eine der Kernaussagen, die man mitnehmen sollte, ist halt, dass nachher das Streamen, das eigentliche Streamen und was da so eventuell an Vorbereitungen und drumherum noch mit dranhängt, dass das nachher bei einem, ich sag mal, Vollzeit-Streamer, der also seinen Lebensunterhalt damit bestreitet, eigentlich den geringsten Zeitanteil in Anspruch nimmt, die geringste Zeit in Anspruch nimmt, ja, sondern viel geht halt drauf, ja, mit dem, womit man halt als Selbstständiger zu tun hat, na, nämlich Papierkram. Oh, da hinten haben wir noch, da geht es auch noch weiter mit Minengängen. Jetzt ist die Frage, bin ich hier eigentlich schon so weit durch? Soweit, dass ich hier später nochmal vorbeikomme, vielleicht. Schauen wir mal. Hier ist noch nichts mehr. Nö. Doch, hier ist noch. Haha, jede Menge. Natürlich. No. Ja, ne, das natürlich. Gerade von den Leuten, die jetzt auf Twitch anfangen werden, viele, genauso wie bei YouTube, da halt sehr blauäugig rangehen werden. Ne? Weil halt zum Beispiel immer noch rum erzählt wird, dass die Donations ja Spenden sind, die man dann nicht versteuern müsste und so eine Späße. Ja. Was einfach mal effektiv falsch ist. Ja. Für Vaterstaat ist alles, was du einnimmst, zu versteuern. Na, so, kriege ich jetzt mal hier die Fackeln. Ja, der macht da keinen Unterschied. Und halt so eine Themen auch wie Krankenversicherung. Ja. Spielen natürlich für Vollzeitstreamer bzw. Streamer,
die, holla, Leute, was ist denn hier los? Nun macht mal keine Panik hier. Zack. Ja, Ruhe da. So. Meine Fresse. Habt euch doch mal nicht so. Ja, okay, wenn die Biester dann hier runterspringen, soll mir das ja recht sein, ne? Da habe ich ja nichts dagegen, wenn die hier in die Schlucht runterpurzeln. Ja. Das ist, das ist Selbstmord. Ja, genauso wie nachts laut pfeifend alles ist gut durch die Straßen von Ankh-Morpork gehen. Ja, ist auch Selbstmord. Ganz klar. So. Zack, zack, zack. Oh, schön viel Gold hier. Nehmen wir glatt mit. Und ich würde mal sagen, ja, wir werden natürlich hier... Oh, 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 seht ihr, was ich sehe? Da, guckt mal. Wir werden hier natürlich jede Menge Krempel von oben auf die Schädeldecke bekommen. So, ein einzelner Diamantblock. Ja, nicht ganz. So. Dann können wir hier die Schlucht schon mal abgrasen. Grüß dich, Martin. Hi, herzlich willkommen. Ich poste euch nochmal den Link in den Chat zu dem Video, über das ich heute spreche. Ja, auf Falbalas Kanal in ihrer Talk-Reihe Inside Out. Wobei Talk-Reihe, ne, so ganz durchgezogen, hat sie das sehr interessante Konzept leider nicht. Da sind nämlich innerhalb eines Jahres drei Videos entstanden, aber naja. Ja. Die drei, die vorhanden sind, die sind es wert, gesehen zu werden. Ganz klar. Und über eins möchte ich heute halt ein bisschen sprechen. Nämlich das, wo sie halt mit anderen recht großen, recht bekannten Streamern über ja, Erfolg auf Twitch gesprochen hat. No. Wie gesagt, weniger darüber, wie man erfolgreich wird, sondern ja, was halt mit dem Erfolg auf Twitch und mit dem, was sich viele als Erfolg auf Twitch wünschen, nämlich teilweise ihren Lebensunterhalt, ganz oder teilweise ihren Lebensunterhalt durch das Streaming, durch Twitch bestreiten zu können, was damit eben einhergeht und was die wenigsten, oh, okay, da haben wir wieder Mine, was die wenigsten, die davon träumen, Karriere auf Twitch zu machen. Also nicht, dass Twitch jetzt keine Affäre, keine Karriere wäre, ja, aber die Vorstellung, die viele davon haben, die verdient diese Airquotes, denke ich mal. Na, Bursche? Und zack, jawoll. Haha, der ging in den Schritt, eindeutig. Ja, kannst mal sehen. Ja, und das Interessante ist es halt eben, wenn sich Leute über etwas unterhalten, die etwas davon verstehen, worüber sie sprechen, ne, dass man Sachen mitbekommt, die man so vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Das heißt, ich ehrlich gesagt schon ein bisschen, weil ich war auch mal eine Zeit lang selbstständig als Dozent im EDV. Bereich, habe ja Computerkurse gegeben, also als ja, als Freiberufler. So, jetzt habe ich das Wort. Ja, du musst zwar auch ein Gewerbe anmelden, aber als Freiberufler ist es halt ein bisschen anders, was Rechnungen
Schreiben angeht und die Sache mit der Mehrwertsteuer. Na? No. War das jetzt eine Schlucht, die wir schon kennen? Haha, Junge. Ausgewichen. Und? Komm, dich kriege ich. Dich kriege ich. Zack, siehst du? Ich habe doch gesagt, dass ich dich kriege. Ach, und da ist doch schon der nächste. Na, 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 da ist er ja. Leg den Bogen aus der Hand, mein Freund. Ja? Sonst schieße ich ihn dir aus derselben. Ach ja, hier haben wir ja noch viele schöne dunkle Ecken. Zack. Ja. Also, ich kann diesen. Hoppala, ups. Fondue, grüß dich. Hi, warum kein Spielesound da? Kleinen Moment. Schaue ich gleich mal, der ist vielleicht einfach nur zu leise gestellt. Kleinen Moment, ich möchte mich erstmal safe stellen. No? Nicht, dass das nächste, was ihr hört, eine große Creeper-Explosion ist. Ja, danke. Danke für den Hinweis. Ja, ich hatte das tatsächlich ausgeschaltet. Das Desktop-Audio und damit den Spielesound. No? Jetzt sollte es da sein. Habe natürlich jetzt hier keine Kiste, aber schauen wir mal, dass man Creeper explodieren lassen oder hier Lapis Lazuli abbauen. Ja, na, kein Ding, gerne, danke. Ich meine, ich bin ja auf eure Hilfe angewiesen, natürlich, ne? Wenn ich hier so simple Sachen vergesse, wie den Spielsound anzuschalten, ist doch logisch. Ja, ohne euch geht das doch hier nicht. So, zack, zack. So, und da sind wir auch schon wieder. Sind wir auch schon wieder voll. Ich muss allerdings noch ein bisschen Fäden muss ich noch mitnehmen. So. Und dazu sollte ich aber einen Gang aufsuchen, wo es ja, wo es halt Fäden gibt, ne, Spinnweben. Also zurück in den Bereich, wo ich wieder Minengänge habe. Machen wir hier kurz ausgeleuchtet den Bogen. Und dann nochmal Fackeln gemacht. Ja. Im Prinzip ist das Thema ja dasselbe wie auf YouTube, ne? Ob du nun auf Twitch erfolgreich bist oder dann selbstständig wirst oder dich damit selbstständig machst oder auf YouTube oder als Instagram Model oder als Blogger, ne? Die Sache, dass du dann selbstständig bist, das ist ja überall dasselbe. No. Das macht ja da keinen Unterschied, dass du dich halt um die Buchhaltung kümmern musst, dass du dich um Krankenversicherung, dass du dich um Steuern kümmern musst, dass du dich halt überhaupt. Oh, danke, Johnny P. Hallo, danke für den Host und herzlich willkommen. Ja, wir sprechen gerade über ein Video von Falbala, wo sie mit drei anderen Streamern zusammen über das Thema Selbstständigkeit auf Twitch gesprochen hat, beziehungsweise Erfolg auf Twitch. Und für die meisten heißt ja Erfolg auf Twitch, dass sie vom Streamen leben können, ne, ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Komm, Junge, das geht jetzt aber ins Auge hier. Zack, siehst du.
Ja. Und ich hau euch den Link zum Video gleich nochmal in den Chat, dass ihr euch das auch nochmal angucken könnt. Denn es ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Video. Auch wenn es 4,5 Stunden sind, die es dauert, es ist halt ein Stream. Ja, unter anderem mit den Bieber Bros, wer die kennt. Und es geht halt weniger darum, wie man auf Twitch erfolgreich wird. Also jetzt, was jetzt irgendwelches technisches Equipment oder sonst was angeht und was man auf Twitch machen soll, damit man erfolgreich wird, sondern wie das ist, wenn man auf Twitch erfolgreich ist, nämlich so erfolgreich. Und da habe ich mein letztes Spinnweben, was ich hier suche. Und ja, ich kriege zum Beispiel doch Zäune, ein bisschen kriege ich hier noch mit. So, dass wir hier noch ein bisschen Schienen mitnehmen können, zum Beispiel. Was, ja, da hinten sieht es nach einem Spin-Spawner aus. Mögen wir erstmal gar nicht, deswegen zack, 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 zack. Machen wir uns dann hier gleich auf den Weg nach oben. Hier noch kurz noch ein bisschen ausgeleuchtet. Nochmal ein bisschen was mitgenommen. Und auch hier nochmal eine Fackel hingesetzt. Und der Hexe einen verpult. Oh. Ist jetzt nur so. Ja. Wir haben hier nichts. Kein Platz, um die Sachen mitzunehmen. Gut, den Bogen können wir mal wegschmeißen. Und so. Denn. Zack. Ja, und was nehmen wir noch? Und schmeißen wir noch weg. So, dass wir die beiden Glowstone noch haben. Ja, und jetzt aber husch, husch, wieder nach Hause. Denn ich möchte mich heute eigentlich weiter auf Exkursion, auf Entdeckung begeben mit euch. Ups, da bin ich jetzt. Wo habe ich jetzt einen Gang, dass ich die Fackeln links habe? Hier oben? Nein. Da nicht, da nicht. Da nicht. Sehen wir mal, Leute, irgendwo muss ich hier doch wieder. Oder muss ich mir hier doch den Weg so markiert haben, dass ich hier wieder rauskomme? Das hier kommt mir irgendwie bekannt vor. Dich kenne ich nicht, deswegen kriegst du auch Peng. Ne? Den Pfeil in die Eier. Ja, also es ging weniger um das Thema, wie werde ich erfolgreich auf Twitch, sondern warum und worauf muss ich achten, was bedeutet es, wenn sich tatsächlich der Traum mehr oder weniger erfüllt, na, dass man auf Twitch erfolgreich genug ist. Da oben geht es ja auch noch weiter, da haben wir ja auch noch Mine. Aber wenn man tatsächlich so erfolgreich ist, dass man von Twitch seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, ne? Zumindest teilweise, teilweise vielleicht auch ganz. So, hier habe ich jetzt die Fackeln auf der linken Seite. Da habe ich Fackel auf linker Seite. Na, ja, hier geht es ja auch noch weiter. Ja, hier haben wir noch einiges in der Mine. Hier haben wir Fackel auf links, Fackel auf links. Zack, zack. Da haben wir Fackel auf links. Und da haben wir Fackel auf links. Ah, ja, genau. Das sieht doch nach dem Ausgang aus. Ja. Halt der ganze andere Krempel, der damit zusammenhängt. Wenn man eben keinen Chef mehr hat, keinen Arbeitgeber, der alles für einen zahlt, nämlich Steuer, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Sozialversicherung und so weiter, und sich um den ganzen Scheiß selber kümmern muss.
Das ist nämlich etwas, was viele natürlich nicht auf dem Schirm haben, wenn sie davon träumen, von Twitch, YouTube, was auch immer, ne, von ihrem Internet-Fame tatsächlich leben zu können, ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Und dem Thema haben sich die vier, beziehungsweise fünf, die Bieber Bros, sind ja zwei. Ja, so, und ich kann mir hier gleich mal Wolle machen. Siehst du mal. Und dann mache ich mir nämlich auch gleich ein Bettchen, was ich dann mitnehmen kann. Plopp, plopp, plopp. Und plopp, plopp, plopp. So, dann haben wir ein bisschen Holz dabei, dann haben wir ein Bett dabei, dann haben wir ein bisschen Eisen dabei. Kürbislaternen natürlich. No? Damit sollten wir uns dann ganz gut auf den Weg machen können. Ich werde mal hier schnell noch den Lapislazuli in Blöcke verarbeiten. Denn die werde ich natürlich in Blöfonstein auch noch gebrauchen und verbrauchen. No. Da habe ich auch noch ein bisschen weitergebaut. Allzu viel gibt es da allerdings erstmal nicht zu zeigen. So ein bisschen Granit nehmen wir noch mit, dass wir uns hier notfalls was bauen können. Und dann wird es mal Zeit, dass ich mich um meine Nase kümmere. Ja? Und ja, ich bin also gleich wieder da und wir machen so lange Meep, Meep, Meep. Das hier. Söderle, da sind wir schon wieder. War zwischendurch Musik zu hören? Fragezeichen? Mal an den Chat gefragt. Ja, aber leise. Ja, das ist ja okay. Das war ja auch beabsichtigt, dass die leise ist. Na, ihr sollt ja auch einen auditorischen Impuls bekommen, wenn ich mich zurückmelde. Ne? Da soll ja dann
doch klar wieder erkennbar sein. Ne? Sehr schön, sehr schön. Ich mag es, wenn Sachen klappen. Ne? Ja, also das ganze Geraffel, sage ich mal, was an einer Selbstständigkeit hängt, das haben nämlich viele nicht auf dem Schirm. Ne? Und kommen dann unter Umständen recht schnell in Teufelsküche, ne? Wenn dann eben Finanzamt anklopft und sagt, juckuhu, hier. Weil die kriegen es natürlich mit, ne? Wenn man Geld verdient über Twitch. Ich meine, schon wenn man Affiliate wird, ne? Dann muss man die Formulare ausfüllen für die US-Steuer, weil Twitch in den Vereinigten Staaten sitzt. Und da sagen, nee, ich bin kein US-Bürger, ich bin Deutscher. So. Und da ist es natürlich anzunehmen, dass das an die deutschen Behörden einfach mal durchgereicht wird. No? Weil warum soll ein von dir ausgefülltes Formular bei einer US-Behörde rumliegen? Oh. Wenn du kein US-Bürger bist. Sondern nur mit Hilfe eines amerikanischen Unternehmens Geld verdienst. No? Die IRS, also die amerikanische Steuerbehörde, die interessiert sich nur für dich, wenn du Amerikaner bist. No? Als Deutscher ist für dich dein Finanzamt zuständig. Ja, also es die Finanzämter kriegen mit. Ob und wie viel, na wie viel, ja, doch auch, jemand über Twitch verdient und alles, was du einnimmst, alles Geld, das irgendwie in dein Portemonnaie wandert, ist erstmal zu versteuerndes Einkommen. Punkt. Ja, und es laufen ja noch genug Leute rum. Okay, Leute, Schlucht. Ja. Es laufen ja noch genug Leute rum, die sagen, ja, hier, ne, Donations auf Twitch sind ja Spenden und pipapo, nein, die sind genauso zu versteuern. Wie andere Einkünfte. Ja. Selbst wenn dir ein Veranstalter zum Beispiel einen Unkostenausgleich zahlt oder einen Kostenausgleich zahlt, ne, damit du irgendwo auftauchst, das ist trotzdem zu versteuerndes Einkommen, was du da erzielst. Ja, dass du da vorher dann deine Kosten abziehen darfst, das ist okay, das musst du dann aber eben auch richtig machen. Und damit sind wir beim Thema Buchhaltung. Was ist denn da unten los? Das sieht so aus, als ob deine Hexe was abkriegt. Okay, die Dame haben wir zum Schweigen gebracht. Wollen wir die Schlucht erstmal hier oben so ein bisschen ausleuchten? Wer weiß? Eieieiei, okay. Ja. Und ja, mit dem Finanzamt und der Pflicht, deine Einkünfte zu deklarieren. Da hängt halt auch dann das ganze Geraffel mit Buchhaltung dran. Ne? Und es ist klar und auch nachvollziehbar, dass sich halt vieles ändert, auch von der, ich sag mal, Einstellung her. Wenn man Twitch aha, siehst du, ich hab's doch fast geahnt, dass da drunter nichts mehr ist. wenn man... Juck! Ich hab's geahnt, aber ich hab mich nicht... bin dann doch runtergeplumpst. Denn die im Dunkeln sieht man nicht, ne, Bursche? Da kannst du dich da noch so listig dahinter verstecken. Du kriegst trotzdem den Pfeil ab. Und du kriegst ihn auch. In den Schritt. Da, wo er hingehört. Ja.
So, ist jetzt hier Ruhe. Kann ich jetzt hier mal in Ruhe die Lava dicht machen? Noch eine Fackel hinstellen. Mich dann wieder hier hocharbeiten. Damit ich hier diesen Eisenklotz noch mitnehmen kann. Ja, geht das jetzt, meine Herren? So. ja. Also das Finanzamt ist ja dann nur eine Sache, die es dann noch zu beachten gilt. Ne? Wie gesagt, selbst wenn man also zum Beispiel nebenher einen Job hat oder einen Teilzeitjob hat und sich mit Twitch etwas dazu verdient, ja, sobald man mit Twitch mehr verdient als mit dem eigentlichen Job, muss man sich selber um seine Krankenversicherung kümmern. Solange man mit Twitch noch weniger verdient, ist man über den Job noch krankenversichert. Alles so eine Sache. Das haben natürlich die ganzen jungen Menschen, ich wollte den Begriff Kiddies jetzt bewusst vermeiden, ne? haben das natürlich nicht auf dem Schirm, wenn sie von einer Karriere im Internet, sei es bei YouTube, sei es bei Twitch, sei es bei Instagram, träumen. Ne? Ganz klar. Da wird natürlich dann auch sofort der Schrei laut, ja, dann unterrichtet das doch in der Schule. Ne? Klar, kann man machen. Gerne, überhaupt kein Problem. Ne? Nur, dann hast du eben von 8 bis 18 Uhr Schule. Ja. Weil dann lernst du eben in der Schule Buchhaltung. Hoppala. Okay. Ups. Der hat aber schön gescheppert. Habt ihr euch auch so verstanden? Da habe ich ja ehrlich gesagt auch ein bisschen erschreckt jetzt gerade. Ja. Ja, Buchhaltung, ne? Das böse B-Wort. Und Lernen und Schule. Ja, ne? Dann, klar kannst du in der Schule alles lernen, was du für Twitch, Instagram oder sonst was brauchst. Ne? Aber dann hast du eben keine Zeit mehr neben der Schule zum Beispiel Instagram oder Twitch zu betreiben. Ne? Weil dann hast du erstmal Buchhaltung, die du lernen musst. Dann hast du ein bisschen Unternehmens- und Steuerrecht, wo du fit sein musst. Ne? Medienrecht natürlich auch. Ne? Klar, kaufmännische Buchhaltung, kaufmännische Grundlagen. Ne? Buchhaltung ist da nicht alles. Buchhaltung heißt lediglich, dass du deine Papiere in Ordnung hast. Ja. Und wie du mit denen umgehst. Aber da gibt es noch so einiges anderes. Ja, und im Internet, ne, natürlich Medienrecht, Unternehmensrecht, ne, Rechnungswesen, natürlich, klar, ne, gehört alles dazu und schon ist der Stundenplan voll. Und zwar von Montag bis Samstag. Ja, und ich denke mal, schon werden viele davon Abstand nehmen, von dem Traum. Ja, Influencer zu werden. Ja, weil mit nichts kann man Schülerinnen und Schüler so sehr verschrecken wie mit Hups, ist ja mit Arbeit verbunden. Ne? Ja. Und das gilt nicht nur für Schüler und Schülerinnen, sondern auch bei Unternehmen. Ich war ja eine Zeit lang als Berater unterwegs. Unternehmensberater in der IT. Ne? War halt mit dem Thema elektronische Archivierung. Das ist halt kein reines IT-Thema, sondern da geht es ja auch um die Abläufe im Unternehmen,
in die man da teilweise eingreift und die teilweise, ein bisschen Kohle können wir hier noch mitnehmen, die teilweise umgestellt werden, ne, damit das halt mit der elektronischen Archivierung und Dokumentenmanagement auch richtig gut funktioniert. Und das Geld, teure Geld, was man für den Berater und für die Software ausgibt, auch irgendwann wieder reinkommt. Ja, das ist ja mal da ganz das Wichtigste. Ja. Und da habe ich auch recht oft die Erfahrung gemacht, dass Kunden ja von dem Thema erstmal soweit recht angetan waren und dann auch natürlich recht schnell auf Ideen gekommen sind: Mensch, da könnte man doch das machen, da könnte man doch das machen, da könnte man doch das machen. Und da habe ich dann immer gesagt, oder habe ich mir halt recht schnell angewöhnt zu sagen, ja, geht, kostet. Ja. Und da hatte ich dann meine Kunden dann wieder relativ schnell bei der Stange, sage ich mal, bei dem, was nämlich ursprünglich geplant war und bei den Sachen, die eben relativ kostengünstig und mit wenig Aufwand umzusetzen sind. Ja, aber eben halt auch was bringen. Zum Beispiel Tintenfischbeutel. Also hast du mit dem Job deinen Lebensunterhalt gesichert. ja, ich habe, wie lange waren es? 97 bis 2003, 6 Jahre da gearbeitet. Und ja, war eine schöne Zeit, hat Spaß gemacht. Aber dann platzte eben die Dotcom-Blase. Ja. Auch so ein Ding, woran sich ja die Jüngeren unter euch nicht mehr erinnern. Ja. Das war so der Jahrtausendwechsel, ne, wo in Deutschland, ne, Stichwort neuer Markt, Technikunternehmen an die Börse gegangen sind und auf einmal jeder mit Aktien gehandelt hat und damit Geld verdient hat, ne, mit Unternehmen am neuen Markt und so weiter, bis er dann versehentlich in die Telekom-Aktie investiert hat, die neue Volksaktie werden sollte und so eine Späße. Das ist fast so ein ähnliches Szenario wie eben jetzt der Hype um Influencer und Twitch und Instagram und so weiter. Also, hier bin ich reingekommen, ne? Ja, okay. Dann machen wir uns mal hier wieder auf den Rückweg. Na, von daher, ja, kenne ich schon, habe ich schon mal erlebt, ne? Been there, done that. Und von daher sehe ich jetzt so den Influencer-Hype und Twitch und YouTube doch relativ entspannt, ja, und mit einem teilweise wissenden Auge. Nehmen wir Pilze mit, wenn wir schon mal hier sind. Ja. Dann sind wir schon mal hier. Judy, soweit. Warte mal, nee, damit wir wissen, dass hier ein Höhleneingang ist, an dem ich schon mal war, setzen wir hier noch Fackeln hin. Und dann stürzen wir uns wieder ins Vergnügen. Ja. Ja, ich hatte ja sowohl mit IT-Menschen zu tun, sprich den Administratoren vor Ort beim Kunden, die halt die IT betreut haben. Ja. Aber natürlich auch mit den Leuten, die mit dem System später arbeiten mussten. Und das waren eben zum Beispiel meist Buchhalter, ja, weil man halt häufig in der Buchhaltung angefangen hat, solche Systeme einzusetzen. Ja, Rechnungen archivieren, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen und so weiter. Das war so das Standardszenario. Ja, womit man halt das Thema elektronische Archivierung Leuten vorgestellt hat, die damit noch gar keinen Berührungspunkt hatten. Ja,
So, siehst du, hier sind wir rein, hier sind wir wieder rausgekommen. Ist ja soweit gut. Und ja, so ein bisschen musste man halt auch ein Gespür dafür entwickeln, wann man als externer Berater in einen internen Streit, Wettkampf im Unternehmen verwickelt wurde. Ja, wenn nämlich die unterschiedlichen Abteilungen unterschiedliche Sachen wollten. Ja. Und also Buchhalter zum Beispiel haben es in der Regel nicht so gerne, wenn sich ihre Abläufe ändern. Ja. Und ITler sind da schon ein bisschen offener, ne? Die sind halt Techniker und die mögen halt neue Technik und Spielzeuge und so weiter. Ne? Und haben da halt lieber gerne was, woran sie fummeln und was halt ihren Job auch möglichst einfach macht. Ja. Und da musste man teilweise ja, so ein bisschen halt auch mal balancieren und ein bisschen mitkriegen, wie halt in dem Unternehmen der Hase läuft. Ja. Ach, Obi-Wan, Mensch, grüß dich, hi. Nochmal nachträglich, falls ich dich vorhin nicht schon begrüßt habe. Und ja, nur Frühschichten. Ja, leidig. Da oben sieht es ja noch nach was aus. Ja, aber alles Gute. Ach, na siehst du, wunderbar. Ich bin ja besser als ich dachte. Ne? Der Vollpro hier. Oh, macht das hier alles richtig gut und kriegt das nicht mal mit. Wenn ich euch nicht hätte, dann hätte ich niemanden, der mich daran erinnert, wie gut ich bin. Wow. nein, aber um nochmal auf das Video zu kommen. Das ist einfach eine Sache. Ja, wenn Leute wissen, wovon sie reden, dann ist das einfach gut zuzuhören, ne, da und einfach mitzunehmen und zu lernen und sich daraus zu picken, was man halt mitnehmen kann. Ha? Frei nach dem alten Piratenmotto: Nimm, was du kriegen kannst. Und gib nichts wieder her. Ne? Und selbst wenn es Wissen ist und Erfahrungen anderer Leute, auch die kann man mitnehmen, ne? Und nicht wieder hergeben. So, wir sind jetzt hier so ein bisschen Richtung altes Lager unterwegs. Das werde ich mal versuchen, hier auf unserer linken Seite zu halten. Und ja, auch ein schöner Übergang hier von der Wüste in die Berge. So, Karnickel. Na, und oh, Pferde. Und so viele. Sehr schön. Du wolltest dich auch selbstständig machen, Hill. Okay. Womit und woran ist es dann gescheitert? Oder ach, guck mal, da oben haben wir noch eine schöne kleine Höhle. Ah, da können wir noch rein. Ja, das ist halt. Womit ist eine gute Frage? Okay. Entschuldige, ja, aber ja, das ist es. Nehmt's und lernt daraus. Ne? Sich selbstständig machen wollen, ohne eine Vorstellung haben, ohne eine Vorstellung zu haben, womit und wie man dann sein Geld verdient, das ist, naja, von vornherein zum Scheitern verurteilt, möchte ich sagen. Ne? Also da muss man vom Thema auch gar nicht so viel Ahnung haben, um das sagen zu können. Ne? Na, sag mal, wer macht denn hier hinter mir das Licht aus?
Ich weiß, der letzte und der ist jetzt weg. So. So, hier noch schön Pilze eingesammelt. Ja, und dann sind wir auch schon hier rum. Okay. Dann können wir hier runter spazieren. So. Ja, ne, wenn man zum Beispiel mit dem Stream oder mit YouTube oder mit Instagram, ne, seinen Lebensunterhalt verdient, sieht die Sache eben auch gleich ganz anders aus. Also, ne, streamen, wenn du damit deinen Lebensunterhalt verdienst, ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn du das so just for fun machst. Ne? Denn Urlaub, wird dann kritisch, ne? Wenn du 2 Wochen nicht da bist, oder 2 Wochen nicht streamst, krank werden zum Beispiel, ne? Wird dann kritisch, weil dann haben dich die Leute ja nicht mehr auf dem Schirm. So wie ich mir gewünscht hätte, dass dieser Creeper mich gerade nicht mehr auf dem Schirm hat. Und du machst. Hast in der Zeit keine Einnahmen. Ne? Auch zum Beispiel als Selbstständiger, wenn du irgendwas, was weiß ich, als Dozent irgendwo machst. Ne? Urlaub heißt erstmal, ja, keine Einnahmen in der Zeit. Ja. Und ja, du achtest dann auf einmal darauf, dass du, hoppala, jawohl. Auch möglichst immer ein entsprechendes Auftragspolster hast, dass du also halt erstmal für die nächste Zeit versorgt bist. Ja, und wenn dieses Polster nicht da ist, dann wirst du halt sehr nervös. Ja. Und upsala. Ja, siehst halt zu, dass dieses Polster erstmal wieder aufgebaut ist. Ja. Und dann halt so unvorhergesehene Sachen, die für einen abhängig Beschäftigten, also wenn du angestellt bist, kein Problem sind. Ne? Jo, morgens Nase zu oder Kreuzschmerz oder Happrücken. Ja, Chef angerufen, krank gemeldet, Sache erledigt. Ne? Geld kommt trotzdem weiter aufs Konto, jedenfalls die nächsten 6 Wochen. Als Selbstständiger ist das nicht so. Ja. Ja. Oder ein Urlaub. Ja, ich glaube, Mindesturlaubsanspruch in Deutschland sind für Vollzeitbeschäftigte 18 Tage im Jahr, kann das sein? Oder 14? Größenordnungsmäßig. Jo, hast du als Selbstständiger nicht. No? Wenn du die haben willst, hast du erstmal 3 Wochen keinen Verdienst. Ups. Ja. Und das sind halt Sachen, die viele nicht auf dem Schirm haben, wenn sie davon träumen, sich selbstständig zu machen, sei es nun egal womit. Ne? Das ist ja ein hübsches Plätzchen hier und mit dem Lavafall hier in das Wasser. Ja. Auch so eine Sachen. Dass man ja, wenn man zum Beispiel mit Twitch oder YouTube 30 Tage eigentlich, nee, gesetzlicher Mindesturlaub, nicht was üblich ist oder was laut Tarif ist, sondern gesetzlicher Mindesturlaub, 30 Tage im Jahr, 30 Arbeitstage im Jahr, das sind 6 Wochen. Nee. Da. Das glaube ich erstmal nicht. Hast in Tarifverträgen ist es häufig einheitlich dann festgelegt. Ja, aber du hast ja auch Bereiche, wo du keine Tarife hast oder keine Tarifverträge hast,
Und da gilt dann der gesetzliche Mindesturlaub, den dein Arbeitgeber dir gewähren muss. Und das ist 24 Werktage aktuell laut Wikipedia. Okay, ja, das hört sich schon mal besser an. Ja. So, sehen wir mal zu, dass ob und wie wir hier hochkommen. Blub, blub. Okay, sind wir weggeknabbert. Und dann kommen wir hoch. Ja. Sollten wir. Jawohl, hier rüber. Schwupp, schwupp, schwupp. Und dann schauen wir uns von hier oben mal ein bisschen um. Na, Pigel die. Ja. Ja, aber wenn du dich zum Beispiel auf eine Plattform wie Twitch, YouTube, Instagram konzentrierst oder verlässt mit deinen Einnahmen, das kann ja ruckzuck von heute auf morgen, kann das ja vorbei sein, ne? Baust einmal Scheiße, wirst gebannt, peng, weg. Und du brauchst noch nicht mal Scheiße bauen. Ja, sondern kann ja auch so passieren. Ja. Oder aus welchen Gründen auch immer, Zuschauer finden deine Sachen nicht mehr interessant. Wupp. Ja. Bist du für Anzeigenkunden nicht mehr interessant? Ne? Verdienst kein Geld mehr. Was nu? Miete und so weiter läuft ja weiter. Krankenversicherung läuft weiter. Und die ist als Selbstständiger nicht billig. Ja. Wenn du als Angestellter arbeitest, zahlt ja dein Arbeitgeber die Hälfte zur Krankenversicherung. Ne? Die andere Hälfte wird ja vom Bruttogehalt abgezogen. Also zahlst du im Endeffekt doch alles. Mutter hat 30 Tage im Jahr Urlaub, den sie sich einteilen kann. ja, das ist, wenn du ein paar Jahre in einem Unternehmen bist, dann kriegst du mehr Urlaub zum Beispiel. Ne? Oder auch, ich glaube, mit dem Alter hast du mehr Urlaub. Ja. Aber es ist üblich, Ah, siehst du, da hinten haben wir die Festung Blüfernstein. Ja, und in die Richtung müsste das alte Lager liegen. Wenn du jetzt halt 5 oder 10 Jahre bei einem Unternehmen bist, dann kriegst du auch mehr Jahresurlaub als gesetzlich mindestens entschuldigt, mindestens vorgeschrieben. Ja. Das ist, no, oh hier. Oh, na guck mal, wo wir hier reingeplumpst sind. No? So, machen wir uns nochmal Fackeln. Und dann nehmen wir die Tour ja auch noch mit. No? Ab 25 Dienstjahre gibt es, glaube ich, die 6. Woche. Das erreicht heutzutage ohnehin kaum noch jemand. Ja. No? Schon selten, dass der heute so lange bei einem Arbeitgeber bist. Ja. Das war früher nicht ungewöhnlich, ne? Aber heute, und dazu musst du noch nicht mal selber den Arbeitgeber wechseln. Häufig genug passiert es, dass dein Arbeitgeber gewechselt wird. Ja, wenn er zum Beispiel von einer anderen Firma übernommen wird. Ja. Ich meine, klar, der muss natürlich dafür sorgen, dass die Arbeitsverträge, die kann er da nicht gleich auf Anhieb ändern, aber ja, da gibt es da auch schon Wege, dass der Personalkosten spart. Weil das ist ja so die große Maxime die letzten Jahrzehnte gewesen, ne, für Unternehmen, Personalkosten sparen. Na? Komm, die sparen wir mal auch ein hier. Zack, siehste. So, und damit ich weiß, dass ich hier wieder hoch muss. Ja. Ja. Also, ist zwar, ja,
Kannst arbeiten, natürlich, wann du willst, kannst du den Tag einteilen als Selbstständiger. Auch nicht so unbedingt, aber okay. Ne? Wenn die Leute erwarten, dass du jeden Abend streamst, dann kannst du nicht mal einen Abend blau machen. Sondern du musst halt abends streamen. Hier war doch noch irgendwo. Okay, das ist hier. Ja. Wenn du halt 3 Tage nichts auf Instagram postest, dann fragen sich die Leute auch, wo du bleibst. Ja. Und so eine Sachen. Beziehungsweise, wenn die halt gewöhnt sind, dass morgens um 14 Uhr, was heißt ich, morgens um 14 Uhr, ja, fertig auf der Bereifung. Ja. Dass täglich um 14 Uhr von dir ein Post kommt und der kommt dann mal um 15 Uhr, dann ist Halligalli. Ja. Angesagt, dann bist du in Erklärungsnot. So. Ja. Und so eine Sachen. Und naja, irgendwie muss ja dein Krempel auch vorbereitet werden. Ne? Buchhaltung, wie gesagt, muss gemacht werden. Steuererklärung muss gemacht werden. Und so eine Späße. Ja. Ja, selbst wenn du dann einen Steuerberater hast, mit dem musst du dich ja auch mal zusammensetzen. Ja, um zu klären, was wie wo ist. Ja. Und dann kommt halt noch dazu der ganze Krempel, der mit deinem Geschäft zusammenhängt. Zum Beispiel eben mit Sponsoren über Produktplacements verhandeln und so weiter. Ja, die ganze Geschichte. Und das alles eben obendrauf zu dem, was du ja eigentlich machen möchtest. Ja. Nämlich streamen zum Beispiel. Oder YouTube-Videos machen. Ja. Oder schöne Fotos für Instagram. Ja. Von den vielen schönen Orten in der Welt, wo du hin eingeladen wirst, damit du ein Foto machst und das auf Instagram postest. Ja, wir hatten es ja auch schon gestern ne, kurz angesprochen, ne, dass halt auf Instagram, das ist natürlich alles auf Hochglanz poliert, was du da siehst. Ja. Und du siehst halt auch nur einen Teil. Ja. Ja. Wenn da jemand schön am Pool liegt, ja, auf der Liege und so weiter und so das Foto so aussieht, als ob er den Tag genießt, oder sie meistens, ja, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass sie oder er gerade mal 5 Minuten auf dieser Liege am Pool gelegen hat. Ja, nämlich lange genug, um das Foto zu schießen. Ja, und dann musste man schon wieder unterwegs sein, auf zur nächsten Location oder sich umziehen und so weiter. Ja, und Fotoshooting ist ja auch nicht einfach nur rumliegen und schön sein, ja, sondern das ist auch nicht nur als Fotograf, sondern auch als Model natürlich Arbeit. Na, und das sieht man natürlich auf den Fotos nicht. Natürlich nicht. Na, das ist ja der Sinn der Sache, dass man das nicht auf den Fotos sieht, wie anstrengend das eigentlich alles war. Ja. Dass es zum Beispiel gar nicht so warm war, wie es auf dem Foto aussieht und du dir da den halben Arsch abgefroren hast, darf man auf dem Foto nicht sehen. Gottes Willen. Ist doch nicht Instagrammable, ne? Warm verkaufen, habe es einfach nur gehasst. Ja, verkaufen ist nicht was für jedermann, ne? Buchhaltung war 1,5 Jahre lang für meinen Kaufmann, für Groß- und Außenhandel. Ja. Ja. Und ja. Ist ja halt, ich meine, die doppelte Buchführung ist ja Standard. Die brauchst du für das Finanzamt, ne? Und dann die vierfache Buchführung gegen das Finanzamt. Das ist ja dann schon die hohe Schule, ne? Ups, bitte nicht aus Reflex einfach schließen. Aber es ist doch schön, dass du dass du wieder gleich da bist. Ist doch, hast da nichts Großartiges hier verpasst. Ne? Höhlen ausräumen, wie üblich. Wobei das jetzt mal eine Höhle zu sein scheint,
ohne Schluchten und Minen. Ja, jedenfalls, hoppala, bis jetzt. Zack. Und ja, da ist halt auch eine Menge zur Sprache gekommen in dem Video von Falbala. Mit unter anderem den Bieber Bros. Irithiel? Nee, die war, glaube ich, bei einem anderen Stream-Video dabei. So, zack, machen wir das mal so hier. Dass wir uns dann hier nochmal die letzten Fackeln für diesen Spaziergang bauen. Ja. Und, ach ja, ist ja gut, Junge. Ist ja vorbei. Ja, dann halt so eine Sachen eben wie, ja, sich promoten. Ne? Sich selbst vermarkten. Das gewinnt dann halt nochmal ganz andere Prioritäten. Eggshot! Nicht doch. Eggshot. Jetzt hat. So. No. Ich meine, es ist ja relativ leicht, einem anderen vorzuwerfen, dass er sich vermarktet, sich verkauft. No. Halt die Abo, Liken, Kommentieren, Teilen, Fanfare. Zack, auf die Füße. Und auf die Füße. Und auf die Füße. So, Jungs, jetzt ist aber hoffentlich Ruhe hier. Dann können wir hier hoffentlich einsammeln, was es hier Schönes, Gutes gibt. So, Gammelfleisch. Schauen wir mal. Ja, die Höhle hier ist da. Da kann durchaus noch was draus werden, ne? So. Schuppidupidu. Ja. Also, wie gesagt, es ist leicht, jemandem vorzuwerfen, ja, Mensch, hier, du machst ja nur noch Werbung und battlest um Subs und Donations und pipapo. Ja. Wenn man selber nicht darauf angewiesen ist, dass man Geld über seine Streams verdient, zum Beispiel, ne? Oder halt seine Posts bei Instagram oder seine Blog-Artikel und so weiter. No. Und wenn man darauf angewiesen ist, auf das, was da dann eben auf das eigene Konto gespielt wird. Und eben nicht nur auf das eigene Konto, sondern eben auch. Ups, wo müssen wir jetzt hier dicht machen? Da? Nein. Da? So, das ist es jetzt erstmal hoffentlich hier. Oha. So. Alter Schwede. Also ihr habt es hoffentlich gesehen. Ja. Hier. Zack. Mine, ja? Ich sag's mal nur so. Ja, tschüss Martin, bis Freitag. Ja, bis übermorgen. Halleluja. So, also, ja, große Höhle haben wir. Ne, Mine haben wir. Ist ja schon fast wieder alles beisammen hier. Oh. Oh. Das sieht ja interessant aus. Ja, streamfreien Tag, ne? Alter Schwede, was ist das denn hier? Okay,
Ne? Schlucht haben wir damit auch abgehakt. Der Let's Show Play Minecraft. Dreiklang. Höhle, Schlucht, Mine. Reihenfolge optional. Alter Schwede. Ach, und ich habe die eine Mine noch nicht mal ausgeräumt. Dann habe ich hier schon die nächste. Es ist doch, sag mal, Spiel. Ich weiß, du meinst es gut mit mir. Ich weiß, du meinst es gut mit mir. Und ich bin dir auch dankbar. Ich bin dir dankbar, Minecraft. Ja, ich bin dir dankbar. Danke! Jetzt reicht's aber. Nein, natürlich reicht's noch nicht, aber... Na. So, peng. So. Alter Schwede, ey. Das ist doch... Meine Fresse. Nur noch 2 Follower bis zu 100. Ist soweit schön, dass dieses Ziel dann auch erreicht ist. Ich meine, das mir wichtige Ziel war ja, den Affiliate-Status zu erreichen. Ja, und jetzt das mit den 100 Followern. Erstmal so eine Verlegenheitslösung. ich muss mal schauen, meine Follower mal durchgehen, weil da einige Bots dabei sind. Beziehungsweise Kanäle, wo ich mir erstmal schlau machen muss, ob das sinnvoll ist, von denen gefollowt zu werden. Ja. Ups. So, hier mal Fackeln hin, damit ich weiß, hier ist der Eingang. Beziehungsweise der Niedergang. Sodass ich durchaus da ein paar... So, ich baue mir erstmal auch einen schönen kleinen Leuchtturm, ne? Von dem aus ich dann dem Skelett hier auf den Kopf schießen kann. Peng! Jawohl! Der Eggshot geht auch von oben durch die Schädeldecke. Trollkanäle, die Kanäle machen hier ja nichts. Die machen im Prinzip nichts anderes, außer mir zu folgen. Ja. Es sind Kanäle dabei, die folgen 20.000, 30.000 anderen Kanälen und werden aber selber von niemandem gefolgt. Ja. Und da habe ich eben keine Vorstellung davon, was die machen und wie ich hier wieder runterkomme. Ja. Obwohl, ich habe ja hier meinen Wassereimer dabei. Der sollte also gehen, wenn ich das richtig anstelle, dass ich dann was hier hinsetze und dann... Ja. Ja. So. Jetzt weiß ich nur nicht, in welche Richtung ich muss. Das habe ich nämlich komplett vergessen. Aber ich denke mal, wo geht die Sonne auf? Nicht aus daher, aus dieser Richtung. Hey, Sonne. Ach Mann, wo kann ich denn mal hier einen Horizont sehen? Ist denn das so schwierig? Ich weiß, lauter Bäume hier, ne? Der Wald ist auch in einem schlechten Zustand. Ah, siehst du, da hinten nochmal das alte Lager. Und da ist der Trollzacken. Und ja,
weiß nicht, ob der Punkt gut genug zu sehen ist. No, das ist jetzt so eine Sache. Trollzacken, altes Lager. Das heißt, ich bin hier nördlich vom alten Lager. Was ja soweit nicht verkehrt ist, ne? Da ist ja die Arena. Und oh, weißt du was? Ich kann ja mal hier so ein bisschen auch noch mal. Oh, hier sollte ich ja runterhüpfen können. Wenn ich hoch genug baue, kann ich sogar so weit runterhüpfen, dass ich im Wasser lande. Ho, ho, ho. Siehst du? Ja, da zeichnet den Minecraft-Profi hier aus. So. Das war unter Umständen die Schlucht mit Mine, von der Honks gesprochen hat. Ist ja leider schon direkt einen Buchhaltungskurs gesteckt, hab die Scheiße absolut nicht gehabt, ja. Warum? Ja. Unter Umständen war das die Mine und Schlucht in der Nähe vom Trollzacken, die Honks meint. So. Hui! Platsch! Jawohl, hat gereicht. Ja. Nein, also es hängt eben eine deutliche Menge mehr dran. Ach, guck mal, was haben wir denn hier Schönes? Wassereinbruch, Höhle, Lava. Aha, das ist ja auch mal nicht uninteressant. So. Da setzen wir uns mal Kürbislaternen hin, dass wir an die Stelle noch erinnert werden. Ist das Sand oder ist das? Das ist Ton. So, klick, klick. Okay, hopp, hopp, hopp. Dann sehen wir zu, dass wir mal hier wieder rauskommen. Und hier weiter noch ein bisschen Ton ernten. Okay. Und ich habe jetzt natürlich fast wieder vollkommen die Richtung verloren. Nein, da lang. Ha, schön. Ja, es hängt eben, wie gesagt, einiges mehr dran. Ja. Und am besten und am meisten lernt man natürlich von Leuten, die nicht nur wissen, wovon sie reden, sondern eben auch Erfahrung haben. Oder auch andersrum, ne? Die also Erfahrung haben und wissen, wovon sie reden. Gibt ja auch Leute, die haben zwar Erfahrung, aber wissen nicht, wovon sie reden. Ja. Ja, von daher, hier bei Falbala in ihrem Hangout, nenne ich es mal, mit den Bieber Bros und Hahn, ist ein Fitness-Twitcher, glaube ich, also Fitness-Streamer. Und noch jemand war dabei, Ai Karamba, glaube ich. Ja, glaube ja, Ai Karamba hieß der. Streamer. So, wir machen uns dann mal auf den Weg zur Minecart-Station, no, wo wir dann wieder nach Bluefontein kommen. Beziehungsweise wir können auch gleich zu Fuß hier hinrennen, denn hier ist schon der Abzweig. No, mit. Damit wir den Weg hier auch mal benutzt haben. Haha, Skill hier. Zwei Tasten gleichzeitig gedrückt. Nein, also jedem, der sich für das Thema interessiert, Selbstständigkeit jetzt nicht nur bei Twitch, sei dieses Video, sei dieser Hangout ans Herz gelegt. Da sind wirklich Leute dabei, die einfach wissen, wovon sie reden. Ja. Ja, Dampfplauderer gibt es hier eine Menge. Aber
Da wird eben, ja, erstens, also nicht nur Tacheles geredet, nicht nur Klartext geredet, wie es ja heute so schön gerne heißt, sondern da wissen Leute einfach, wovon sie reden. No? So, und ich quartiere mich mal hier nicht in der Festung wieder ein, sondern wir machen uns auf den Weg zum Dorf. Ja, dann wir können von da aus durchaus nochmal aufbrechen und ein bisschen erkunden die Umgebung. Das ist ja nicht so, dass wir das nicht können. So, schubidup, Gas gegeben hier. Ja, Hill ist eine unbedingte Empfehlung. Ja, ich meine, ich sortiere die auch schon hier aus der. Aus der Dutchies-Liste aus. So. Von daher. Ja, weil die natürlich auch hier immer mit zuschauen und dadurch halt auch die Dutchies verdienen und dass sie in der Liste zum Beispiel auftauchen. Das will ich nicht, da setze ich sie immer wieder zurück. Ja. Aber es ist halt die Frage, ob man die eben einfach bannt. Oder ob die keinen Schaden machen. No. Und da dürfte Falbala zum Beispiel die richtige Ansprechpartnerin sein. Die weiß, was es mit diesen Kanälen auf sich hat. Und einem sagen kann, ja, es ist besser, wenn du die bannst oder nö, lass ruhig. Die schaden dir nicht. No. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Und haben wir hier. Zack. Angekommen sind mit Minecart, dann gönne ich mir und uns und euch hier erstmal diesen schönen Ausblick und dann gleich nochmal ein kurzes Päuschen, ne, wie gehabt, so 3 bis 5 Minuten. Dann geht es hier nochmal eine gute halbe Stunde weiter mit Minecraft und dann steigen wir um auf EEP. Ne? Also bis gleich.
Söderle, ja, da bin ich wieder. Ja, wie gesagt, also wegen dieser Kanäle, weil ich mal gucken, mal fragen, so richten sie ja erstmal keinen Schaden an. Und ist halt nur die Frage, ja, ich werde bestimmt keine deutschsprachigen Zuschauer darüber auf meinen Kanal kriegen. Und von daher, ja, sie versauen halt höchstens die. Das Zuschauerranking auf meiner Seite, ne, mein Leaderboard, ja, da muss ich sie immer wieder auf Null zurücksetzen, ja, weil ich da natürlich die Leute drin haben möchte, die halt auf dem Kanal aktiv sind. Ja. Und ja, ist aber erstmal nicht erste Priorität. Ne? Und entschuldigt. Wir, genau, räumen erstmal unser Inventory aus. Was ich heute noch gar nicht angesprochen habe, oder naja, kurz angesprochen habe, ja, heute Hemd. Das ist ein Freizeithemd aus einem ja fast jeansartigen Stoff. Ja, also dicker und gröber als das klassische Business-Oberhemd. Aber hier, man sieht ja die Verarbeitung an der Schulter. Das ist so ein bisschen ähnlich wie so ein Westernhemd. Ja. Und gut, dadurch, dass es einfach glatt weiß ist, wenn auch ungebügelt, ist es ja so ein kleines Stückchen edler, feiner. Als. Wieso höre ich hier einen Zombie? Wieso höre ich hier einen Zombie? Oh, Jungs, könnt ihr mir das erklären? Okay, jetzt scheint aber erstmal Ruhe zu sein. Jawohl, Gold ist durch. Und den Rest schmeißen wir mal einfach alles hier rein. Die Ofenkartoffel wollte ich mir, glaube ich, innen reinpacken. Zack, zack, zack. Ah, siehst du, da habe ich ja noch ganzen Stick Eisenerz und Ton. Der eigentlich in den Ofen reingehört. Gut, der ist schon belegt. Der Ofen hier ist noch frei. Da schmeißen wir mal das Eisenerz rein. Legen ein bisschen Kohle nach. So. Und die. Zack, ein bisschen Holz hätte ich mir vielleicht mitnehmen sollen. Aber da können wir unterwegs mal den einen oder anderen Baum vielleicht mal schlachten. So, das wollte ich machen. Ja, denn so bin ich ja noch gut genug verpflegt. Ne? Ja, ne? Aber ist natürlich ein Hemd, was man am besten zu Jeans trägt, ne? Was aber auch zu Chinos. Das sind auch Hosen aus einem etwas gröberen Stoff, aber vom Schnitt her ein bisschen anders als Jeans. Sehr gut tragen kann, also zu Freizeithosen. No. Man kann es jetzt in dem Fall hier von der Länge her ist es so, dass man das sowohl in die Hose stecken kann, als auch über der Hose tragen kann. Was natürlich auch wieder zu Jeans passt. Und was ich gerne auch mache, ist im Sommer. Beziehungsweise so in der Frühjahr-Herbst-Übergangszeit. Ja. T-Shirt tragen, das Hemd offen tragen, Ärmel hochgekrempelt, wenn es warm ist. Ja. Also das Hemd quasi wie eine Jacke tragen. Ja. Ist, finde ich, eine sehr schöne
Alternative, zum Beispiel zu einem kurzärmeligen Hemd oder halt zum T-Shirt pur. Ja. So, euch beide nehme ich auch noch mit. Plopp. Den Lehm kann ich nicht widerstehen, auch wenn er jetzt Ton heißt. Ja. Und da gibt es also auch eine große Bandbreite. Huch, ja, lief ein tiefes Loch hier. Eine große Bandbreite an solchen Hemden. Ne? Natürlich einfarbig, verschiedene Schnitte mit Paspellierungen oder mit Drucken und so weiter. Da ist dann auch was für jeden Geschmack dabei. Ne? Aber einfach mal als Alternative offen über einem T-Shirt tragen. Ne? Wenn es so kurz ist, dass man es über der Hose tragen kann. Das ist wichtig noch dabei. No. Also im Prinzip wie die Holzfällerhemden, die Flanellhemden, die großkarierten, auch gerne getragen werden. Oh, was sehe ich denn hier? Damit hatte ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Oh. So, markieren wir uns das hier mal ein bisschen. Ich wollte ja nur auf den Berg darauf, um mal ein bisschen in die Gegend zu gucken. Ja. Alter Schwede. Und es ist bestimmt nicht die einzige Schlucht hier. Meine liebe blaue Nase. Ja. Ach du meine Nase. Ist das früher immer beim... Pittiplatsch. Erinnert sich jemand noch an das Sandmännchen aus dem DDR-Fernsehen? Mit Pittiplatsch und Schnatterinchen? Oh. Also was Kinderfernsehen anging, hatten sie in der DDR, ehemaligen DDR, durchaus einiges drauf. Ach, guckt mal, Mensch, das sieht doch hier auch wieder schön aus, ne? Der Ausblick, ne? Schöner Übergang von der Wüste hier in die bergige Landschaft. So. Ne? Pferde hier dabei, hier dann noch wieder ein schöner See, die Schlucht. Schönes Plätzchen. Ich schwinge mal kurz die Axt. Eigentlich meine Schulkerkisten mitnehmen sollen, damit ich mir hätte ich hier gleich was bauen können. Was Kleines. No. Aber so beschränken wir uns mal darauf, den Standort hier ein bisschen zu markieren. Einfach mal einen kleinen Leuchtturm hier drauf zu setzen. No. Soweit, so gut. Die Frage ist, ja, gehen wir runter in die Schlucht. Oder schauen wir uns noch ein bisschen um. Ich meine, es wäre ja schon mal auch interessant, vielleicht noch ein bisschen da lang Richtung des Gewässers zu erkunden. Alter, sind hier schöne viele Pferde, ey. Guckt euch das mal an. Bop, 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 bop. Ist ja eine richtige Riesenherde. Ja. Ja, das wäre schon mal, denke ich mal, noch ein weiterer Standort für eine Basis. Alleine wegen der vielen Pferde hier. Ja, alle einfangen. Und wisst ihr was? Wir machen mal da diese fliegende Insel weg. Das sieht nicht aufgeräumt aus. Ups. Das sieht nicht aufgeräumt aus. Sowas mag ich nicht. Ha? So, wupp, wupp, wupp. Schubbelibupp, hier hochgehüpft. Lass mal zusehen, dass wir da möglichst nah herankommen. Am besten, wupp, von da aus. Muss man einfach so ein bisschen... hochgebaut und dann können wir hier Schaufel und Spitzhacke schwingen.
Ja, natürlich nicht, wenn wir es so machen. Ah, meine Fresse. Ach du meine blaue Nase. Wobei die Nase von Pichiplatsch war, glaube ich, gar nicht blau. Aber egal. Ja. Zack, kriegen wir das hier so weg oder müssen wir uns da? Bauen wir uns da mal ran. Ja. So. Zack, und dann hier. Zack. Genau. Oh, und dann alles schön wieder zurückgebaut. Man ja nicht sieht, dass wir hier waren. Ja, und es so aussieht, als ob das Absicht wäre. Dass hier jetzt keine fliegende Insel mehr ist. Ja. So, und so, und so. Und dann können wir hier dann auch noch den Krempel einsammeln. Sehr gut. Ja. Soweit. Ach nee, kommt, ey. Nicht doch. Haben wir da tatsächlich einen vergessen? Meine, wenn fliegende Inseln nicht okay sind, dann sind fliegende Büsche auch nicht okay. Ja, grüne Wolken. Ist kein gutes Zeichen. Oder? Da seid ihr doch mit mir einer Meinung. Ja. So, schwuppdiwupp. Und jetzt soll das aber hier. No? Den Verschwindibus machen. No? Jawohl. Das, jawohl, das zerfällt hier. Ist also soweit. Dann auch wieder sauber. No, plopp, bisschen hier noch ein paar Setzlinge mitgenommen. Ja, die können da oben rumfliegen, das ist alles. Das despawnt ja alles. No. Das ist ja keine Affäre. No. Oh, schöne Ecke hier. No, da hinten haben wir noch mal Schwarzeichenwald. Oh. Nur noch mal, um sicher zu gehen, ja? Also, da oben haben wir den Berg und da hinten ist eine Schlucht. Beziehungsweise hier vorne ist eine Schlucht. Ja? Da, wo da ein Pferd und so. Und hier haben wir dann gleich die nächste. So wie es aussieht. Huiuiui. Okay. Ja, macht mal. Huiuiui. Was ist das denn für eine? Na, da hat er aber hier wieder mal was hingezaubert. Ha? Alter Schwede, guckt euch das mal an hier. Das ist ja. Ach ja, ich habe doch Holz dabei, so dass ich hier jederzeit mir weitere Fackeln machen kann. Jedenfalls, solange ich Kohle habe. Schwupp, zack. Alter Schwede. Oh, hier zwei Schluchten. Direkt aneinander. Meine Fresse. Leute, guckt euch das an, was das für eine Schlucht ist. Wie groß und lang und tief. Schluchten und Minen, jawohl. Oh, alter Schwede. Ich sehe mal, dass ich mir hier quasi so eine Brücke mal rüber baue. Damit ich halt hier auch auf der anderen Seite das mal markieren kann mit ein paar Fackeln. Eieieiei. Wahnsinn.
Und jede Menge Pferde auch hier. Und es ist dann an der Zeit, zack, sich ein Plätzchen fürs Bettchen zu suchen. Schwupp. Und dann können wir uns auch schon hinhauen. Na. So, Bett mitgenommen. Und dann schauen wir mal noch ein bisschen weiter in die Richtung. Dann haben wir hier den Schwarzeichenwald. Okay. Ja, und dann schauen wir mal. Dass wir okay. Leute. Und da haben wir ein Dorf. Ja. Ja, ne? Das darfst du aber keinem erzählen, ne? Das darfst du eigentlich keinem erzählen. Eigentlich nicht. Ne? Das glaubt einem doch keiner. Oder? Ich meine, was haben wir jetzt in dieser Folge entdeckt? Wir haben eine große Höhle ausgekundschaftet, die eine Schlucht drin hatte und wo eine Mine drin war. Wir sind dann in eine andere Höhle rein, wo wir auch nochmal auf eine Mine getroffen sind. Wir sind dann losgelaufen, haben eine Schlucht entdeckt, dicht dabei eine zweite Schlucht und jetzt haben wir noch ein NPC-Dorf. Darfst du keinem erzählen? Glaube ich nicht. Ist von Mojang verboten. Alter Schwede. Das ist doch... meine Fresse. Ja. So, ich mache hier erstmal das, was ich bei NPC-Dörfern eigentlich jedes Mal mache. Nämlich, siehst du, hier können wir auch schon mal das ein bisschen ausgleichen. Nämlich das Dorf ein bisschen auszuleuchten. Ja. So, hier zumindest einmal die Felder mit Fackeln zu versehen. So. Und dann können wir auch gleich hier, zack, 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 das so ein bisschen machen, die ersten Schritte, um hier das Terrain anzupassen. Na Jungs, Carlsen auf dem Dach. Alter Schwede. Kommen die Jungs hier raus? Oh. Nicht ganz so einfach, aber jetzt ein bisschen einfacher. Oh, denke ich mal. Ups. Alter Schwede. Und das ist ja gar nicht mal so ein kleines NPC-Dorf. Oh. Machen wir mal. Zack. Und zack. Na komm schon. Dann können wir nämlich hier auch mal auf die Dächer ein paar Fackeln setzen. So. 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 Und da hinten auch noch. Hey, 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 hey. Zack, zack, zack. Alter Schmiede. So, und da hier Priester rumlaufen, ne? Müsste es ja eigentlich auch eine Kirche geben. Ne? Scheint aber nicht der Fall zu sein. So wie es aussieht. Na Jungs, alles klar? Ein Bibliothekar, okay. Na, das wird noch ein... Oha. Das wird noch ein kleines Abenteuer. das hier in Form zu bringen, sage ich mal. Ja. Aber...
keine Sorge, kriegen wir alles hin, alles ist machbar, Herr Nachbar. Oh. Alter Schwede. Oh. Tja. Okay, da müssen wir hier natürlich ein bisschen Terraforming betreiben. An dem Gelände. Aber meine Fresse. Felder sind hier ja schon mal in rauer Menge vorhanden. Ja. Das ist ja Pow Wow. Ja. Erstmal renovieren, genau. Ja. Das ist es. Ja, na hier so eine Sachen kann man doch nicht so stehen lassen. Ja, nachher bricht sich hier noch jemand ein Bein und dann ist das Gejammere groß. So, plock und plock. Und dann machen wir uns mal wieder auf den Weg nach Hause. Ja. Denn so langsam wird es ja Zeit. Noch ein Ei hier mitgenommen. Im Vorbeigehen. Alter Schwede, das war ja heute wieder mal eine Tour, also puh. Hallo, Fohlen, du bist aber niedlich. Oh, ja, mach mal schön weiter. Keine Sorge, ich lasse euch hier in Ruhe. Da braucht er keine Angst zu haben. Und noch eins. Ist das schön? Ist das deiner? Jo, sieht so aus, ne? Ganz der Papa. Ja, ihr wisst doch, dass ich meine NPC-Dörfer immer komplett umbaue. No, es ist und das ist eigentlich alles so schön in einer Linie. Also, oh, und guck mal hier die ganzen Pferde, die ganzen Pferde. Halleluja. No? Das ist ja. So, klack, und da haben wir die Mine. Ist doch. Ist doch herrlich. Wuppdi-schuppdi-schupp. Ja, siehst du? Ist doch gut, dass ich die so gebaut habe, dass man die schon von relativ großer Entfernung erkennen kann. Ja, dass sie hier so ein bisschen über den Berg auch gerade rüberlinst. Pass mal auf, den werden wir wegfräsen. Den Sandhaufen hier. So eine kleine Düne. Da lasse ich mich gar nicht von beeindrucken, ne? Dass hier so viel Sand rumliegt. Der kann mal weg. Ja, muss man einmal kräftig mit dem Besen durchgehen. Ne? Und dann. Zack, zack. So. Ja, einfach nicht für die Klicks, sondern für die Aufsicht, für die Aussicht. In welche Richtung das dann später weitergeht. Den Weg habe ich Gravel dabei, habe ich natürlich nicht dabei. Habe ich hier eventuell welchen in der Truhe? Yeah! Wenn auch nur so ein bisschen. Ja, aber da kann ich dann schon mal andeuten, dass der Weg in diese Richtung hier weiterführen soll. Wupp. Und dass ich noch Gravel brauche, um ihn zu bauen. Ne? So gehört sich das. Habe ich hier noch was in der Truhe drin? Ja, jede Menge. Was ich dann noch mitnehme. Das Ei können wir mal hier lassen. Golderz. Ist hier noch was im Ofen drin? Ah, Eisen, natürlich. Jede Menge. Zack, machen wir das mal so rum. Und. Diamanten sollte ich vielleicht mitnehmen, ne? So. Sand können wir
ruhig erstmal hier lassen. Der nimmt hier erstmal keinen Platz weg. Stattdessen, was wir hier alles noch so wegräumen können. Ich sagte doch, das Ei lasse ich doch hier. Sag mal, was ist denn mit mir los? So, schwuppdiwupp. Und damit erstmal zurück nach Lone Sand Valley. Und da auch nochmal aussortiert, alles in die Kiste geschmissen. Ja, und dann nähern wir uns heute mit Minecraft dem Ende. Guck mal da oben, da kann dann schon die Minecart-Strecke in die Richtung rausgehen, in den Sonnenuntergang. Jo, das wird was. Ja. Das ist doch was. Jungs, frohe Kunde. Halleluja, ich habe tolle Sachen gefunden. So, zack, hier erstmal alles. Alles rein, was keine Miete zahlt. Zack, zack, zack. So. Golderz. Wo ist er hier schon fertig? Oh, hier, das können wir hier rausnehmen. So, so. So, und dann Eisenerz da oben reinschmeißen. Nehmen das hier noch raus. Schmeißen das hier noch rein. Und dann sind wir auch so weit, dass wir hier ins Bettchen gehen. Na? Und für heute mit Minecraft dann erstmal fertig sind. Na? Jo, Hongs. Gutes Nächtle. Na? Und ja, wir machen gleich weiter mit EEP. Na, da bauen wir noch ein bisschen an der Anlage weiter. Schauen wir, was wir da noch zustande kriegen. Na, geht also so rund 5 Minuten geht es dann gleich weiter. Und zur Einstimmung gibt es schon mal das hier. Bis gleich.
So, Söderle, da sind wir. Wie war der Übergang? Was mich mal interessieren würde, habt ihr diesmal die Startmusik von IEP gehört? Schreibt mir das mal bitte in den Chat. Nicht gehört, okay, sondern nur die Musik, die während der Diashow im Hintergrund spielte. No? Schön, wunderbar, freut mich, danke. Oh, guti. Dann schauen wir mal. Ich habe ja das letzte Mal die Anlage richtig runtergefahren, quasi. Sprich, alle Züge nach oben in den Zugspeicher gefahren. Und wir wollen heute mal testen, wie das mit dem Betrieb aussieht. Wir werden aber vorher. Bam, 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 Hauptbahnhof. Da haben wir die Strecke nach Norden. Da haben wir ja soweit die Stellen, die Blockstellensicherung. Es müsste jetzt nur noch hier nach Süden, beziehungsweise zum Zugspeicher hin, die Blockstellensicherung gemacht werden. Ja. So, also gehen wir wieder in die Signalisierung. Und da haben wir. Kann man gleich mal. Zack, da sollte er da einspringen. Jawohl, da haben wir hier den Süden, die Tunneleinfahrt. Und haben wir dieses Signal hier, was bisher einfach ja, bei Überfahrt auf Halt gestellt wird. Ja, und dann durch den anderen Kontakt auf Fahrt und dieser Kontakt sitzt hier in der Ausfahrt für die Fernzüge. Ja. Das heißt, wenn ein Nahverkehrszug reinfährt, der setzt das Signal nicht auf Fahrt. Das sollte natürlich passieren. Und wenn aber zwei das wird jetzt ein bisschen, wenn aber jetzt zwei Fernverkehrszüge hintereinander kommen, nee, dann setzt der das ja, okay, das können wir noch machen. Dass also auch ein Nahverkehrszug das Signal auf Fahrt stellt. Am Zugschluss und nach einer gewissen Verzögerung. Ja, und jetzt war es ja das, beziehungsweise dadurch taucht ja das Problem auf, dass das eventuell das Signal. Grüß dich, Werni! Mensch, du kommst genau richtig! Was für ein Sinn für Timing! Hi! dadurch haben wir. Das Problem, dass unter Umständen dieses Signal hier vorne zweimal hintereinander auf Fahrt gestellt wird. Aber da passen wir auf, indem wir vom bom, 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 Zugspeicher kehre. Na, mal dahin. So, hier an der Stelle. zack, ne, die Gleise hier sind ja virtuell angebunden an die Einfahrt im Süden. Entschuldigt. Und bis jetzt ist es ja so, dass. Zack, jawohl. Dieses Signal hier einmal natürlich durch einen, na, entschuldigt, wie jedes Blockstellensignal bei Überfahrt auf Halt gesetzt wird und
auf Fahrt gestellt wird mit einer Verzögerung durch einen Kontakt, der unmittelbar dahinter liegt. Na, das sind diese beiden Kontakte hier. Na, der erste, der setzt das Signal auf Halt, wie für eine Blockstelle üblich. Na, entschuldigt. Ich versuche nochmal was wegen meiner Stimme zu machen. Kleinen Moment. Wir lassen es einfach erstmal so laufen. So, jetzt was zum Lutschen im Mund ist natürlich zum Sprechen während des Streams nicht so günstig. Vor allen Dingen wegen der ganzen Schmatzgeräusche, die man dann hat. Entschuldigt das bitte. Aber wie jedes Blockstellensignal wird dieses hier eben auch bei Überfahrt auf Halt gesetzt. Und der zweite Kontakt setzt es eben 60 Sekunden nachdem ein Zug in die Richtung durchgefahren ist, wieder auf freie Fahrt. Sodass ich hier also eine Taktung drin habe. Das heißt, wenn die Züge hintereinander aus dieser Kehre kommen, die ich ja noch auch als Zugspeicher benutzen will, dann würde hier also alle 60 Sekunden etwas mehr als 60 Sekunden ein Zug rausfahren. Und das können wir mal vergrößern auf 600 Sekunden. Das sind dann 10 Minuten im Spiel. Aber wir haben hier auch noch dieses Signal. Das wird natürlich auch bei Überfahrt auf Halt geschaltet. Und erst. Na, wie sieht es denn da aus? Erst wenn der Zug hier oben dann raus ist. Das ist also auch Blockstellensignal. Und jetzt kann ich aber das Signal, was in der, oder ein Signal, was ich in die Ausfahrt des Hauptbahnhofs setze. Da habe ich nämlich noch gar keine Signale. No? Das ist eins, was einfach nur die Züge aufhängt. No. Und das machen wir mal hier mal in der 3D-Ansicht. Signale. Zack, Hauptsignale. Das ist das hier. Das ist nämlich mit Vorsignal. Schon in der richtigen Richtung. Wunderbar. Zack, zack. Und jetzt kann ich das hier schieben und das hier auch an seine Position bringen. Kommt da noch eins davor? Ja, ich muss ja die Züge unter Umständen abfangen. No. Das heißt, dieses Signal, das schieben wir mal hier bis vor die Tunneleinfahrt. Und das Vorsignal, das zerkappen wir hier, das ziehen wir mal. Daran. Da haben wir die Punkte für die Geschwindigkeit. Da sollte es dahinter sein. Das Vorsignal. Und
Ja, das ist dann schon die Bahnhofsausfahrt, weil ich ja noch Platz brauche, um die Ein- und Ausfädelung für den Güterbahnhof zu machen. No. So, auch dieses Signal. Zack. Wie kommt da jetzt ein Kontaktpunkt dazu? Kontaktpunkt für Signal. Wupp. Dahin. Ja. Auch das wird Objekteigenschaften, haben wir es doch. Wird bei Überfahrt stellt er das Signal halt auf Halt. Ja, auch hier haben wir ein Signal, einen Halteabstand vor dem Signal von 8 Metern standardmäßig. Und der Kontaktpunkt, der kann dann schon hier liegen. Ja. Das ist soweit okay. Und dieses Signal muss natürlich aber auch wieder freigeschaltet werden. Zack, Kontaktpunkt für Signal. Den haben wir jetzt an der Maus. Bam, bam, bam. Teleskere. Durch einen Kontaktpunkt. Hier hinter dem Signal. No. Zack. Noch hier Objekteigenschaften. No. Richtung 1 in Fahrtrichtung muss der das auf Fahrt schalten, wenn der letzte Waggon durch ist. Zack. Das sollte das soweit sein. So, zack, die beiden auf Fahrt und dann sollten wir hier den ersten Zug losschicken können und dann schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Ja, das ist ein Nahverkehrszug. Hoppala, schauen wir mal so rum. Der hier dann ohne Probleme durchgeht und den nächsten Zug automatisch nachholen sollte. Die Sache mit dem Zeitstempel-Kommentierung können wir mal ausschalten, denke ich. Güterzüge passieren lassen. Hier. Nee, das ist nicht Wiesenthal, das ist Uhlstedt. Da haben wir den Zack und Zack. Und der hier ist auskommentiert. So. Zack. No, jawohl. Okay, der hat jetzt gleich den nächsten rausgeholt. Das ist der Schienenbus. Das ist auch ein Nahverkehrszug. Was aber soweit kein Problem sein sollte, weil ich in dem Fall dafür sorge, dass der Nahverkehrszug, der hier schon drin steht, dass der auf die Strecke geschickt wird. Jawollo. Ne? Ist zwar ein bisschen knirsch und eigentlich nicht okay, dass jetzt der. Ah, eigentlich. Das ist jetzt natürlich. Eigentlich, das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Natürlich nicht, ne? Ihr wisst ja auch warum. Weil der. Das ist hier das Vorsignal.
Da ist der nicht schnell genug wieder auf Halt gesetzt worden. Denke ich mal. Ich hoffe, das haben wir dann damit erledigt. Denn hier sollte auch ein Fehlsignal. Hä? Hier ist. Weißt du was? Dann bauen wir hier einfach noch den Kontakt ein, dass dieses Signal auf Halt gesetzt wird beim Überfahren, so wie sich das halt ja eigentlich auch gehört. So. Ach, man lernt nie aus. No? So. Hier habe ich natürlich diese Sicherung nicht drin. Ja, deswegen hier dem Schienenbus auf die Bremse treten. Den Solo schicken. Signal wieder auf Halt stellen. Und jetzt kann der Schienenbus rein. So. Und jetzt sind wir wieder im Takt, dass der Schienenbus abgeholt wird. Okay. Okay, das ist eine Sache, die sich vom Timing hoffentlich noch einpendelt. Denn die Züge sind ja jetzt recht dicht aus dem Bahnhof oben rausgekommen. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Denn jetzt haben wir hier natürlich einen Nahverkehrszug. Der, klar, jetzt auch reinfahren darf. Aber jetzt habe ich wieder zwei Nahverkehrszüge hintereinander. Und darauf bin ich am Bahnhof. Na, am Hauptbahnhof bin ich doch darauf eingestellt. Das müsste doch glatt gehen. So. Schauen wir mal, dass wir den Zug hier noch einholen, den Nahverkehrszug. Der Fernzug war ja ein Güterzug, der ist einfach durchgefahren. No. So weit, so gut. Ich habe zwar jetzt eine Situation, die ich eigentlich nicht haben will, dass nämlich zwei Nahverkehrszüge hier hintereinander kommen. Aber der Schienenbus. Ah, okay. Ja, der Schienenbus stand noch im anderen Bahnhof, wird durch einen Fernzug abgeholt. Da kommt er nämlich. Da hat die Logik jetzt so funktioniert, dass es halt auf die sichere Seite gekippt ist. No. Jetzt habe ich hier den Fernverkehrszug drin. Der bleibt eine Weile stehen. Fährt los und holt den Nahverkehrszug raus. So. Ja, auch das gerade noch rechtzeitig. Aber der bleibt stehen. Ist gut, es läuft ja hier alles jetzt im Zeitraffer. Ne? Das ist ja. So, und der wird durch den nächsten Personenzug abgeholt. Das ist doch soweit schon mal schön. Und jetzt haben wir halt zumindest in Richtung Süden eine Lücke drin, weil das jetzt ein bisschen dauert, bis die nächsten Züge oben aus dem Zugspeicher rausgeschickt werden. Das ist ja soweit okay. Aber die kommen hier ein bisschen dicht aufeinander.
muss ich sagen. Da möchte ich mir das in der Kehre nochmal angucken und vor allen Dingen, hier ist das Signal ja nicht wieder auf Einfahrt freigeschaltet worden. Ne? Und würde es auch nicht. Holla die Waldfee. Was macht ihr denn da? Bleibst du bitte mal stehen, Schienenbus? So, jetzt darfst du auf die Strecke. Da sind zwar wieder zwei hintereinander, aber da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen wieder. Na, genau, zuknutschen. Ja. Okay, hier wird das ja durch die Blockstelle abgefangen, aber hier im Bahnhof, no, der ist nicht darauf eingerichtet, dass zwei Kurzstreckenzüge, zwei Nahverkehrszüge hintereinander kommen. Jenerhalb und deswegen. Muss ich den ersten Nahverkehrszug hier gleich wieder rausschicken. Der Schienenbus, der steht jetzt hier, wartet auf die Einfahrt. Das ist dann soweit okay und wird vom nächsten Fernverkehrszug abgeholt. Das heißt, der geht erst nach dem Fernverkehrszug wieder auf die Strecke. Das heißt, das Problem, dass ich zwei Nahverkehrszüge hintereinander habe, das habe ich jetzt hier gelöst. Jo, Hill, alles Gute. Danke. Und ja, ich denke mal, ich werde heute nicht mehr allzu lange machen. Also bis 11, denke ich mal, vielleicht noch eine halbe Stunde, dass wir das hier mal durchgucken. Denn mal schauen. Das sieht ja jetzt aber soweit ganz gut aus, denke ich. Stockt hier nirgends. Es kommen jetzt einfach hier mal Richtung Norden keine Züge, das ist soweit okay. Nur, dass es halt. Ah, wenn der Zug natürlich lange genug braucht. Oh, mit den 600 Sekunden, ne? Die 10 Minuten Wartezeit an der Kehre im Norden, die machen mir noch ein bisschen Gedanken. Respektive, bup, 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 bup. Schauen wir nochmal am Hauptbahnhof. Denn jawohl, der Fernzug kommt rein und geht dann durch. No, Nachwartezeit, das passt also soweit. Das passt also soweit. Schauen wir uns dann mal an der Kehre an. Wie dieses Signal hier aussieht. Ja, das ist das, was ja mit Wartezeit erst auf Grün geschaltet werden soll. Zack. 10 Minuten wäre also 11:20.
Klack, jawohl. Okay, also das mit den 600 Sekunden passt. Die Züge sind halt hier in einem größeren Abstand unterwegs. Und wenn einer, das ist es jetzt, ne? Wenn einer halt lange hier an der Südeinfahrt des Hauptbahnhofs warten muss, dann laufen natürlich irgendwann die 10 Minuten ab und der wird freigeschaltet. Das heißt, wir können hier als Sicherung noch einbauen, dass das erst freigeschaltet ist, wenn dieses Signal hier auch frei ist. Also, dieses Signal, das Einfahrsignal hier, die 184, die muss auf grün sein. Ansonsten, aber wenn es nicht grün ist, dann bleibt das auf grün. Ja, das wird ein bisschen komplizierter. Denn das Signal ist nach 10 Minuten. Und wenn Signal 184 auf Fahrt steht, ja, dann darf er es umschalten. Ansonsten brauchen wir noch einen zweiten Kontaktpunkt. Wenn nämlich die 10 Minuten ablaufen und das Signal unten am Hauptbahnhof ist nicht auf Fahrt umgesprungen, das muss ja auch irgendwie wieder freigeschaltet werden, beziehungsweise wenn das freigeschaltet wird, nachdem die 10 Minuten abgelaufen sind, passiert oben an dem Ausfahrsignal für die Kehre nichts. Ja, das bleibt auf Halt. Entschuldigt. Und wir müssen uns da was anderes noch einfallen lassen, um dieses Signal freizuschalten. Nämlich. Wenn ein Zug dieses Signal passiert, das wäre es eigentlich. Ja. Ja. Wenn jetzt ein Zug lange genug hier steht, und nach 10 Minuten reingeholt wird in den Bahnhof, dann bleibt das Signal oben auf Rot stehen. Das ist der Haken. Und das ist jetzt die Frage, wie ich das gelöst kriege, dass ich das Signal trotzdem auf grün geschaltet kriege, ohne dass ich aus dem Takt komme, wenn es zu früh auf grün geschaltet wird. Das ist der Haken. Mr. Papaya, ich drücke dir die Daumen für morgen. Wir sehen uns hoffentlich Freitag. Ja. Denk an die Primimplikanten. Ja. Das ist wie bei Mathe mit den Brüchen. Die musstest du ja auch immer durchkürzen, bis Zähler und Nenner keinen gemeinsamen Teiler mehr hatten. Ja, und genau dasselbe machst du halt mit Termen, die vollständig kürzen quasi. Und das nennt sich dann Primimplikant. Ist mir zwischendurch noch eingefallen, als guter Vergleich, um diesen Begriff Primimplikant zu erklären. Ne?
Brüche immer schön vollständig durchkürzen. Hat man euch ja damals versucht einzubimsen. No. Und genauso ist es halt mit Termen. Gut, aber zurück hier zu dem Problem. Meine, der Zugspeicher oben, der kann ja voll laufen. Und ich merke es dann, wenn hier die Züge stehen. Also das können wir erstmal so lassen. Das können wir erstmal so lassen. Ja. Schauen wir mal. Ja. Und schauen wir nochmal zur Kehre. Zack. Ja, die donnern halt durch. Wäre jetzt 18 Minuten, also 12:18 wird das hier auf grün geschaltet. Ich könnte die Zeit also wahrscheinlich sogar nochmal verlängern, wenn ich hier den Zug tatsächlich aufhalten will. Ja. Wenn jetzt der Zug unten noch im Hauptbahnhof in der Einfahrt stände, bliebe dieses Signal auf rot, auch wenn der Zug unten im Hauptbahnhof dann reinfährt. Das ist der Haken. Ja. Den ich hier habe, aber damit kann ich erstmal leben. Ja. Aber soweit sieht ja der Betrieb hier ganz gut aus. Mensch, zwei Nahverkehrszüge hier im Bahnhof. Also richtig Verkehr hier. Ja, in Uhlstedt. Zack, 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 zack. Ja, und der holt dann auch ganz folgerichtig den raus. Macht Platz für den nächsten Nahverkehrszug. Das ist doch wie ein Uhrwerk hier. Wie das funktioniert. Ja. 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 Ja, und jetzt nach dem Güterzug hier kommt halt eben lange Zeit nichts. Aus Süden, doch, der andere Güterzug. Aber es ist jetzt eben lange Zeit kein Zug aus dem Norden gekommen, ne, weil die alle erstmal in den Zugspeicher im Norden reinfahren. Und da dann eben nur langsam wieder rausgeholt werden. Ja. Denn die Zufallssteuerung hier, der ist es egal, ob sie tatsächlich einen Zug rausschickt. Ne? Sie schaltet nur eins dieser Gleise auf Fahrt. Und wenn das ein freies Gleis ist, was er da zufällig erwischt, dann fährt halt kein Zug raus. Ja. Das wäre eine Sache, die man hier vom Ablauf prüfen könnte. Ja. Dass man das einschränkt, nur, dass nur die Signale freigeschaltet werden, die auf Fahrt stehen, dass also auf jeden Fall ein Zug rausgeschickt wird. Aber soweit funktioniert das jetzt hier ganz gut. Ne? Die machen sich jetzt auf den Weg nach Süden. Schauen wir mal, ob und wann da. Ne? Da ist dann schon der nächste unterwegs. Man könnte jetzt, ja, ich habe ja hier oben ein Verzögerungssignal, das man dann nutzen kann. Das können wir mal einstellen. Na, komm schon. Naja, ja, müssen wir wieder scrollen hier. So. Dieses Signal. Ja, das ist das Signal 152. Ja, ne, 162. Ja. Das wird
durch diesen Kontaktpunkt auf Halt gesetzt und würde oder wird durch diesen Kontaktpunkt auf Fahrt gesetzt. Und hier kann ich halt nochmal eine Verzögerung reinsetzen, dass die Züge in größeren Abständen aus dem Bahnhof hier oben rauskommen. Und da können wir ruhig mal 300 Sekunden nehmen. Ja, das sind 5 Minuten in Spielzeit. Ja. Denn jetzt ist es ja so, jetzt sind oben Züge drin. Jetzt werden die halt hier nacheinander rausgeschickt. Und dadurch haben die jetzt einen größeren Abstand. Und dadurch sollte sich das jetzt besser auf die Anlage verteilen. Ja. Und die Züge halt eben nicht mehr auffahren, so dicht, sodass sie dann auch hier leichter durch die Blockstellen durchkommen. Und das ist halt auch genau der Effekt, den ich haben will. Ja. Weil jetzt so eine Kombination Fernzug und hinterher Nahzug, das ist okay, wenn die recht dicht aufeinander folgen. Aber zwei Fernzüge zum Beispiel aufeinander, die können halt einen relativ großen Abstand haben. Denn ihr seht, jetzt kommt der nächste da oben aus dem Zugspeicher. Ich zoome mal ein bisschen ran. Na, und der hat jetzt an diesem Signal halt 5 Minuten gewartet. Das könnte man durchaus noch ein bisschen länger einstellen. Und dadurch kommen die Züge jetzt in einem größeren Abstand auf die Strecke und sind dann halt einfach schon unterwegs. Zack, 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 zack. No, das ist kein Problem. Und no, bevor jetzt der nächste hier auf die Strecke kommt, no, der wartet da halt schon und fährt jetzt los. Das gefällt mir vom Timing schon mal auf Anhieb ganz gut. Und dadurch habe ich halt auch schön Lücken. So, jetzt nur mal warten, warum jetzt keiner aus der Gegenrichtung kommt. Und ich glaube mal, ist unser alter Verdächtiger. Nee, hier Hauptbahnhof, ist alles okay. Ist das tatsächlich der erste Zug, der nach Norden durchfährt? Zack. Nee, das ist der Güterzug schon. Okay, na, das ist dauert halt, bis der erste Zug hier einmal rumgelaufen ist. Das ist ja soweit auch okay. So. Na, und jetzt kommen sie halt aus dem Süden. Schlag auf Schlag. Oh, so ein bisschen vielleicht da im Süden und das Timing hochdrehen. Schauen wir mal, wie das hier klarkommt. Ja, das passt vom Timing her. Sehr schön. Und Ullstedt. Jawohl, kommt der Fernzug durch. Ja, und im Zugspeicher. No. Ja, der ist halt schon jetzt relativ leer. Das heißt, dass die Zufallssteuerung hier ja ungefähr jetzt 50-50 Chance hat, ein freies Gleis zu erwischen, dass also kein Zug rausfährt. No. Und dann läuft halt hier der Zugspeicher wieder ein bisschen voll. Ist halt so. No, man müsste da jetzt an der Steuerung was machen, dass man da die Züge anders rausschiebt. No, es gibt ein Gleis, das hier auf frei steht. Ja, und wenn auf dieses Gleis ein Zug zurückkommt, no, der fährt halt durch und schickt dann den nächsten raus. Das heißt, es kommt jetzt also ein Zug auf dieses Gleis rein, ein Zug auf dieses Gleis rein,
Einzug auf dieses Gleis rein, ne, denn die werden ja von unten nach oben, also von links nach rechts aus dieser Ansicht, aufgefüllt. Und der vorletzte Zug, der quasi auf der Strecke ist, ja, der sorgt erst dafür, dass hier aus dem Norden dann wieder ein Zug rausgeht. Und das ist nicht ganz das, was ich haben will, aber es ist erstmal auf der sicheren Seite. Ne? Ich stelle die Anlage mal so um, dass ich die Züge jetzt hier wieder einsammle. So, schauen wir in der Kehre. Da ist nichts. Am Hauptbahnhof. Ne, da wartet jetzt ein Nahverkehrszug. Den können wir auf die Strecke schicken nach Norden. Und das ist eben der letzte Zug, der hier noch fehlt. So, begleiten wir den mal. Oh, siehst du, ist nicht ganz der letzte Zug, denn hier steht noch ein Nahverkehrszug. Nee, kriegen wir nicht raus, bevor das Auto hier durchkommt. Schicken. Komm, dann müssen wir halt näher ran zoomen, damit wir das Signal treffen. So. Ja. Der Nahverkehrszug hier, den müssen wir mal durchbegleiten. Zack, 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 zack. Weil es kommt ja jetzt kein Fernverkehrszug mehr auf die Strecke, der ihn hier aus den Bahnhöfen rausholen könnte. No? Durch die Kehre durch kommt er automatisch. Ja, ich mach's mir hier schon bequem. Lange vor Feierabend. So, ja. Aber hier Einfahrt ist grün, wunderbar. Er müsste also gleich durchkommen dann. Ich sagte gleich durchkommen dann. Mach hin, eh. Okay. Ja, steht noch hier. Dann schicken wir mal los. Ja. So. Jawohl, da kann er durch. Da können wir auch auf die Strecke schicken. So, mein Freund. So. Es geht nach Hause. Letzte Tour für heute. Du bist hier der Streckenräumer. Schön genüsslich hinter dem Zug hinterherfliegen. So. So, da. Haben wir noch den Vorgänger hier zu stehen?
Ist okay. Passt. Ja, sauber abgefangen hier. Das Ganze, den lassen wir erstmal ein Stück vorfahren. So, dann haben wir die beiden Pappenheimer hier auch schön gemeinsam im Blick. Jawohl, ne? Da kommt er gleich durch. Und dann können wir den auch schon hier gleich weiterschicken. So. Oh. Okay, da ist grün, das sieht gut aus. Genau, hier kriegt er dann erstmal einen Halt. Das ist ja auch soweit okay. Weil. Zack, zack. Geht erstmal der ÖBB Blitz rein. Ne? Der geht hier auf dieses Gleis. Dann kommen unsere beiden Nahverkehrszüge. Ja. Schön knackig, schnell das Signal wieder auf Rot geschaltet, damit es den nächsten Zug auch anhält. Und das hier muss natürlich auch auf Halt stehen, ne? Sonst fährt er wieder auf die Strecke. So. Und schwupp. Und hier, Halt sagen. So. So, wunderbar, ne? Alle Züge jetzt wieder hier im Zugsprecher drin. Strecke aufgeräumt. Alles klar soweit. Und ja, dann ist es an der Zeit, hier für heute Feierabend zu machen. Ich schau mal. Zu wem ich euch rüberschicke. Das ist nämlich auch so eine schöne Angewohnheit unter Streamern, dass man, wenn man seinen Stream beendet, nicht einfach abschaltet, so wie ich es bisher gemacht habe. Mea culpa. Sondern jemanden anderen hostet, also seine Zuschauer dann zu jemandem anderen schickt. Und ja, da habe ich für euch einen guten alten Bekannten von YouTube, nämlich Tom Thompson. Ja. zudem schicke ich euch jetzt rüber. Zack, zack, wie machen wir das am besten? Zack, 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 komm her, zeig's mir, Rate and Host. Da haben wir einen Tom Thompson, der spielt nämlich gerade den Landwirtschaftssimulator. Ja. Da werden wir mal vorbeischauen, wir drei Figuren, vier Figuren, die wir hier jetzt noch sind und mal Hallo sagen. Ja. Ansonsten, falls ihr nicht dabei sein wollt, ihr habt gleich im Chatfenster oben, ne, könnt ihr sagen, nee, ich bin dabei, ich bin nicht dabei. Und wir schauen dann nochmal kurz beim Tom Thompson vorbei. Ja. So. Ich weiß nicht, warum dieser Alert nicht geht. Beim Testen geht er immer. Dutchman! Wer kennt den Dutchie noch von damals? Wir hatten sehr geile Gesprächsrunden damals. Bekannt für viele, 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 viele Stunden Minecraft. Dutchman! Der kennt mich wie so aus. Ist auch noch. Vielen lieben Dank, dass du reinschaust. Jetzt muss ich schon wieder was trinken. Was ist denn da los? Vielen Dank für deinen Raid und ich grüße deine 6 Lieblingszuschauer, die du mitgebracht hast. Seid gegrüßt. Zu Fiat gehören unter anderem Automarken wie Fiat, Fiat Professionell, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, Ram Trucks? Dodge, Mopa? Ernsthaft? Fiat hat Ami-Firmen aufgekauft? Okay, Ferrari ist klar. Alt, okay. Mopar und Ram. Dodge Ram.
kaufst einen Dodge Ram und bald fährst du einen Fiat 500 hochgebockten. Ja, Dutchie, grüß dich. Gute alte Zeiten. Klar.